Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Scum. Ja, das letzte Mal haben wir uns hier ausgelockt. Jetzt machen wir uns weiter auf dem Weg zum Händler. Obwohl, ich wollte ja gerade eigentlich mal, nee, gerade nicht, aber beim letzten Mal. Okay. Ich sehe ja gerade, hier steht ein Auto. Open? Ah, deshalb steht hier das Auto. Close. Es ist leider kein Motor drin und ich glaube, Motoren gibt es immer noch nicht zu kaufen. Ich wollte gerade sagen, das ist aber ein komisches Schrottauto. Es sieht aus wie eins, was man im Spiel fahren kann. Ja. Was natürlich dem geschuldet ist, dass es ein Auto ist, was wir im Spiel fahren können. Aber ja, da es keinen Motor hat, können wir es halt nicht fahren. Eigentlich schade, aber das ist dann jetzt nun mal so. Und ja, danke übrigens auch an... Ich habe jetzt den Namen schon wieder vergessen. Ich glaube, es war Small Soldier. Ja, ich weiß, dass man Sachen auch selber craften kann. Ich bin halt bei manchen Sachen halt nur viel zu faul. Also ich weiß auch, dass man Werkzeugkisten selber craften kann, aber ja, ich weiß nicht, ich vergesse es nicht, aber ich, ja, mach's halt manchmal nicht, weil ich anscheinend wirklich zu faul dazu bin oder so. Weil auf Building, nee, auf Handwerk, natürlich, also, ne, Bolzen habe ich selber gecraftet jetzt, aber man konnte ja auch hier, kann aber auch sein, dass ich, nee, müsste es eigentlich craften können, glaube ich, oder nee, das ist auch, anscheinend ist es jetzt im Building, oder? Da muss ich auch nochmal gucken, weil bei vielen Sachen komme ich immer noch nicht so zurecht, wo was jetzt neu ist oder altes ist. Okay. Ich muss mich jetzt doch erstmal hinlegen hier. Handwerk, jetzt muss ich aber echt nochmal gucken. Ah doch, hier ist es. Meine Güte. Das improvisierte, die improvisierte Werkzeugkiste braucht man natürlich zwei Schrott für zwei Bretter, Nägelbolzen und einmal Brecheisen oder halt den Hammer oder Schaufel oder sonstiges, halt irgendeinen stumpfen Schlaggegenstand. Ja, wie gesagt, ich weiß es. Ich bin halt meistens nur zu faul, mal nachzugucken, was ich an Sachen brauche oder die Sachen zu farmen oder sonst was. Muss ich ja zu meiner Schande gestehen. Moment, wir müssen jetzt... Ne, da müssen wir da lang. Und ja, wie auch beim letzten Mal schon mitgekriegt, ich bin dann meistens auch zu faul, die Federn zu farmen oder... Dann die Steine, obwohl mit den Steinen und die Spitzen herzustellen, das geht schon. Aber dann halt wirklich... Ja, das Problem ist vor allen Dingen, wenn ich neu anfange. Ich habe dann so viel Zeug, was ich immer liebend gern mitnehmen möchte und würde und keine Ahnung was. Wo halt das Problem immer ist, da ich nie so viel Platz habe, farme ich dann halt solche Sachen wie Schrottnägel und Bolzen nicht, um nicht mein Inventar noch voller zu machen. Sondern farme das meistens wirklich erst, wenn ich es brauche oder so, oder wenn ich irgendwas habe, ja, wo ich es für brauche. Wie zum Beispiel jetzt hier die Bolzen oder so. So, Delle, den haben wir jetzt. Dann müssen wir gucken, dass wir jetzt unsere Bolzen wiederkriegen. Und ja, wie ihr es ja auch beim letzten Mal wahrscheinlich mitgekriegt habt, Metallbolzen kann ich mir noch nicht herstellen, weil ich irgendwie ein wenig falsch geskillt habe am Anfang. Aber irgendwann kann ich auch die, denke ich mal, herstellen. Wo war denn das jetzt schon wieder? Ja, genau hier. Aber das wird auf Dauer dann auch geändert werden, denke ich mir mal. Wenn ich lange noch hier bin und lange noch überlebe und lebe,
Ja, ich bin jetzt auch mehrfach schon darauf angesprochen worden, ob ich nicht gerne auch mal streamen würde oder so. Also für alle Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, ich streame auch unter Falli74. Meistens dienstags bis freitags, wenn es die Zeit zulässt und ich samstags kein Training von der Rettungshundestaffel habe, auch samstags. Was jetzt vielleicht so kurz vor Weihnachten und bis Neujahr irgendwie vermutlich hinkommt, weil wir zurzeit Winterpause mit der Staffel haben. Und ja, danach muss ich halt wieder gucken, wie ich das mache. Das Problem ist halt, wenn ich den ganzen Tag mit der Rettungshundestaffel unterwegs bin und irgendwie so nach, ja, gefühlt 10 Stunden, ja, was heißt gefühlt, es sind ja meistens wirklich 10 Stunden, die wir unterwegs sind, nach Hause kommen, bin ich eigentlich so platt, dass ich abends nicht mehr wirklich viel geregelt kriege. Und ich habe ja zurzeit auch zwei Hunde, die ich arbeite. Das heißt, meinen ausgebildeten Rettungshund in Fläche und Trümmern und meine junge Hündin von 4 Monaten, die jetzt langsam ausgebildet wird zum Rettungshund. Und ja, dadurch, dass man dann auch noch doppelt arbeitet und sowas. Ja, ist also in meinem Alter gerade so ein bisschen anstrengend, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe mir das einfacher vorgestellt, als es jetzt wirklich so zur Zeit ist. Aber ich, ja, versuche mein Bestes, euch zu unterhalten und auch live zu gehen, zu streamen. Wie gesagt, bei Twitch auch Falli74. Und meistens dienstags bis freitagsabends, manchmal halt auch samstags, genau. Montags ist dann halt auch, ich denke mal eher alle 2 Wochen, da ich ja auch bei der Freiwilligen Feuerwehr bin, wo ich ja auch zur Rettungshundestaffel gehöre. Und wir montags Übungsdienste haben, also so jede zweite Woche wird es vermutlich darauf hinauslaufen, dass ich dann wirklich nur jeden zweiten Montag, wo wir keinen Übungsdienst haben, live gehen kann oder das bis jetzt auch so gehandhabt habe, obwohl manchmal auch Montage dabei sind, wo wir dann doch wieder einen Übungsdienst haben. Es ist halt immer unterschiedlich. Wo ist denn hier schon wieder? Uah, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber gehört. Aua, das war logisch. Ach, so. Ich hatte ihn gehört, aber nicht gesehen. Ich habe den auch auf dem Wiki hin nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Sonst hätte ich vielleicht mit der Armbrust drauf gehalten. So, wir verlassen dann jetzt im Übrigen gleich auch die Safe Zone und gucken, dass wir in. Ach, wir haben die Safe Zone schon verlassen. Hier in A0 zum Händler kommen. Ich möchte ja immer noch eine neue Karte holen, weil ich ja die eine ja durch Tod und Verderben verloren habe. So. Und wir seitdem auch keine neue haben, obwohl wir ja eigentlich hier in der Händlerzone runtergekommen sind. Hätten wir eigentlich direkt zum Händler laufen können. Aber okay, hab ich vergessen und ja, müssen wir jetzt halt nachholen. So, ich gucke aber nochmal hier, ob wir hier einen Campompo finden. Vielleicht auf der Brücke in den Autowracks. Und dann werden wir gleich hier Richtung Händler links abbiegen, wenn wir die Brücke überquert haben. Aber in der Zwischenzeit sammeln wir noch ein bisschen Kohle. Ich möchte ja gerne auch mal gucken, was halt so ein Fallschirm bringt beim Händler. Und was waren das noch? Ah ja, der Geigerzähler. Und noch ein bisschen Kohle. Also wenn wir jetzt in jedem Auto noch ein bisschen Geld finden, werden wir vielleicht doch noch reich. Okay, hier liegt Munition drauf. So, Bolzen. Ja, komm, dich mache ich mit dem Metallschwert fertig. Ich habe ja gerade schon gedacht, der erledigt sich jetzt selber durchs Springen, aber hat er nicht getan. Dann erledigen wir das. So, der Moment wackelt.
Ist noch ein wenig auf Entfernung anscheinend. Ja, wir sind halt noch nicht so wirklich geskillt in den Klamotten. Das heißt, der Bolzen wird wahrscheinlich auch. Was ist das denn jetzt? Okay. Das sind jetzt schon zwei Bolzen, die weg sind, denke ich mir. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Wir haben die Dame jetzt doch dreimal getroffen und die ist erst beim dritten Mal umgefallen. Oder wir haben zweimal vorbeigeschossen. Was mich allerdings wundern würde, weil so oft schieße ich eigentlich nicht vorbei. Aber wir werden es jetzt gleich sehen. Vielleicht haben wir dann aber auch das Glück, dass die Bolzen hinten in dem Schrottauto stecken. Ich bin mal gespannt. Okay, hier ist nur ein Bolzen. Das heißt, die anderen zwei Bolzen sind jetzt entweder weg oder stecken wirklich hier in dem Schrottwagen. Mal gucken. Hier ist nur eine Mütze. Ah doch, ein Bolzen ist zumindest mal hier. Gut, das heißt, wir haben auf jeden Fall einen Bolzen verloren. Vielleicht steckt er doch noch in der Frau. Obwohl ich sehe gerade, da drüben steht doch auch noch so ein Golf, oder? Gucken, ob der so einen Motor drin hat. Obwohl, so wie der steht, glaube ich es eher nicht. Hier ist der andere Bolzen, okay. Übrigens steckt hier auch eine Kiste mitten auf der Straße. Das wird wahrscheinlich jetzt tödlich enden. Nein, doch nicht. Aber hier fehlt halt, ja, die Bereifung. Open. Interaktionspoint ist Blocking. Okay, ich denke mal, das war ein Auto, was im Besitz war und sich hier festgefahren hat anscheinend oder so. Das ist doch blöd. Ja, sowas ist leider blöd. Und ich denke mal, das war auch die Kiste, die wahrscheinlich dann in dem Auto war. Aber sowas hat man ja auf dem Server, wo ich dann halt streame, auch schon mehrfach. Also auch, dass wir da jetzt Autos haben, die auf dem Kopf liegen, wo man auch nichts mitmachen kann. Angeblich sollen die Autos ja auch die spawnen, aber bei uns liegen die jetzt, glaube ich, schon seit 2 Wochen auf dem Kopf. Also es ist halt ja noch alles so ein bisschen verbuggt. Wo ich mir eigentlich erhofft hätte, dass die Entwickler das irgendwie schneller hinkriegen mit den Autos. Wobei ich sagen muss, die Autos sind ja eigentlich echt richtig geil geworden, ne? Also auch das mit dem Teile abbauen, Teile anbauen und so, ich finde das super geil. Wenn ich das letztens richtig gelesen habe, soll das ja demnächst auch mit den Pickups, SUVs und den Quads und Motorrädern passieren. Was ich sehr interessant fände, wenn das wirklich so ist. Und vor allen Dingen so ein Motorrad, so eine Shopper oder sowas aufzuwerten. Mit, weiß ich nicht, Panzerung oder so. Das fände ich auch schon ziemlich interessant, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wenn es dann geht. Das weiß man ja halt nicht, ne? Aber auch die Entwickler haben ja schon gesagt, dass es in diesem Jahr wahrscheinlich nicht mehr kommen wird. Also auch, dass die Fahrzeuge dieses Jahr nicht mehr reinkommen werden, wahrscheinlich. Sondern erst Anfang nächsten Jahres. Ja, und da müsste man dann halt mal gucken. Ich hoffe, wir schaffen es heute auf jeden Fall bis zum Händler. Sind ja zumindest auf einem guten Wege. Und haben noch etwas mehr wie eine Viertelstunde. Das sollte, hoffe ich, einfach mal hinhauen. So. Und erstmal weiter. Vor allen Dingen, ich bin echt mal gespannt,
was halt der Fallschirm bringt oder der Geigerzähler. Vielleicht lohnt es sich ja, die zu verkaufen. Zum anderen, ich weiß gar nicht, werde ich gleich auf jeden Fall mal gucken bei dem Autohändler, ob der mittlerweile auch Motoren hat. Also bis vor kurzem konnte man ja noch keine Motoren kaufen. Aber man kann ja mal gucken gehen. Vielleicht ist das ja mittlerweile nach dem letzten Hotfix reingepatcht worden. Und vor allen Dingen würde mich dann interessieren, was die Dinger kosten. Und ja, wenn wir dann die neue Karte endlich haben, können wir auch bei uns hinten in der Base oder da, wo wir jetzt zumindest erstmal das Haus geclaimed haben, ist ja eigentlich nicht wirklich eine Base, weil ich möchte da ja nicht heimisch werden. Ich möchte eigentlich eher erstmal ein Auto finden und gucken, dass wir dann das Zeug irgendwo anderweitig schon hinbringen und eine andere Base finden, bauen. Keine Ahnung. Das muss ich noch gucken. Ja, wie ich ja schon in der letzten Folge gesagt habe, finde ich halt ein bisschen blöd, dass man in geclaimten Gebäuden keine Schränke mehr bauen kann, sondern nur noch, wenn man eine Fahne gesetzt hat. Also da fand ich das früher schon besser, dass man auch in den Städten, wenn man sich da ein Häuschen geclaimt hat, Schränke bauen konnte, wesentlich besser. Vielleicht kommt es wieder rein, ich weiß es nicht. Vielleicht wollen die Entwickler aber auch damit verhindern, dass man zu viele Schränke und sowas in den Städten baut und die Städte dadurch noch mehr an Performance verlieren. Kann natürlich auch möglich sein. So, also ein Händler. Osten sehe ich schon. Wow. Wollte gerade sagen, wow. Hätten wir ein Boot, gehen wir vielleicht auch gut rüber. Die habe ich jetzt auch schon wieder erst zu spät gesehen. So ein Shit hier. Stoffwechsel 4, Gesundheit, 2C1 Verletzung. Ich behandle die einfach mal, besser ist. Obwohl die ja auch ziemlich schnell abklingen hier. So. Übrigens sollte ich mal kurz gucken. Meine Stiefel sind schon halbwegs runter. Die sollten wir auf jeden Fall mal reparieren. Die Hose reparieren. Weil ich hatte bis jetzt immer das Pech. Alles, was unter 50% war, habe ich nicht mehr hochrepariert gekriegt. Deshalb immer schön gucken, ne? Alles so ein bisschen hochhalten. Kann man eigentlich. Oh, den kann man auch reparieren. Das ist sehr schön. Der hat 100% jetzt. Dann trinken wir einmal hier den Red Bull. Ja, ist ja nicht Red Bull, ist Red Ghoul. Aber der verleiht bestimmt auch Flügel. So, im Übrigen war ich der Meinung, ich hätte schon wieder einen Zombie gehört, aber keine Ahnung. Wir laufen jetzt einfach erstmal weiter. Gucken, dass wir erstmal darüber kommen zum Händler Outpost. Nee, da möchte ich nicht hüpfen. Bei meinem Glück breche ich mir da die Beine oder sterbe oder keine Ahnung was. Wäre vielleicht nicht so toll. Zum anderen, da wir schon mal hier sind. Ja gut. Wow. Also ein Airdrop wäre zumindest. Einer ist gut. Ich sehe gerade, es sind drei Airdrops in der Nähe. Ja, aber bis ich da bin zu Fuß, sind die eh weg. Nein, eigentlich wollte ich gerade sagen, ich würde ja gerne mal gucken, dass wir hier irgendwo Fahrzeug finden. Vielleicht gehen wir von hier aus gleich sogar weiter und schauen einfach mal. Oh, ich bin schon in der Händlerzone, ernsthaft? Habe ich gar nicht mitbekommen. Aber okay. Okay, irgendwie. Ab. Ich muss, glaube ich, hier hoch, oder? Ich bin noch nie vom Wasser zum Händler gelaufen.
Aber das hier könnte ein Weg sein, der nach oben führt. Jawohl, ja. Hey, hervorragend. Main Outpost, Fishing Supply, was haben wir hier Schickes? Achso, das hier ist der Eingang zum Händler, sehr schön. So, ja. Da ist der Barber, da ist General Goods, Mechanic, Armory und Fishing. Und da geht's zur Bank. Bank ist, nee, Bank ist nicht erstmal unser erstes Ziel. Erstmal zum Mechaniker gucken, ob wir da Motoren finden. Kriegen wir jetzt hier Motoren zu kaufen? Es sieht zwar sehr schön aus, aber es sieht nicht so aus, als wenn wir einen Motor kaufen könnten. Definitiv nicht, nö. Zurück, zurück. Ölfilter? Ne, brauche ich nicht. Das da? Nein, auch nicht. Nochmal zurück. Werkzeuge. Ja, gibt es zwar die Sachen hier, aber leider auch kein Motor und sonstiges. Ja, Benzinkanister, leider auch kein Motor. Okay, Motoren sind anscheinend immer noch nicht drin. Dann lassen wir das halt erstmal sein. Welcome, welcome. Feel free to browse around. Okay, der. Let's see what you bietet anscheinend gar nichts für unsere Klamotten. Das macht mich jetzt stutzig. Here's what I've got. Oh, warte mal. Gucken, beim Mechaniker zahlt der irgendwas? Nö, der zahlt auch nichts dafür. Der ist aber jetzt gerade. Oh, warte. General Goods. Wo muss ich denn sonst hin? Da ist Bank, da ist Armory. Wir könnten es mal bei der Armory versuchen. Ansonsten glaube ich nicht, dass irgendjemand das noch kauft, oder? Armory, da hinten ist ein Zombie. Ich hoffe, der kauft das jetzt. Jawohl, ja, der gibt uns zumindest... Oh, 481 für den Fallschirm. Und 361 für den Geigerzähler und sogar noch 335 für den Rucksack. Da wir den gerade nicht brauchen, denke ich, würde ich mal sagen, wir verkaufen. Und sind zumindest mal ein bisschen reicher wie eben. So, diesen nehme ich doch glatt. Ach ja, das Stöckchen haben wir ja immer noch bei... Was? Für die Axt kriegen wir 588, okay. Ja. Obviously. 440 für einen Baseballschläger. Was bringt denn hier? Okay. Nee, ich behalte dann mal hier so die Sachen. Zurück da, Waffen. Der Bogen, der würde mich mal interessieren, mal so da kosten. 2145, okay. Uiuiui. Okay, nee, mit kaufen und so. Lieber nicht. Aber ich finde, wir haben gut Geld bekommen. Auch für den Rucksack, den ich ja eigentlich erst behalten wollte. Aber mal ganz ehrlich, wir haben jetzt schon 3 oder 4 Rucksäcke auch, bei uns in dem Häuschen, Bank. Wofür soll ich die Sachen dann... Bank. Da auch noch bunkern. Wenn man so viel bunkert... Oh, da ist die Bank. Ja, wie ihr seht, ich bin so selten bei den Außenposten. So, meine Karte, was haben wir denn jetzt hier? Classic oder Gold? Ne, Moment, ich könnte mir eine Classic kaufen. Die Classic. Muss gerade mal gucken, fällt mir gerade auf. Eigentlich. Ah. Sehr schön.
Ich habe jetzt zumindest mal eine Classic-Card und die andere gibt es gar nicht mehr, oder was, diese Anfängerkarte? Das ist blöd. Oh, und ein Fatal-Error, das ist noch viel blöder. Ja, schade eigentlich, dass man fatale Errors immer noch bekommt, oder zumindest ich, vor allen Dingen bei den Händlern im Moment. Also, wenn ich einen Fatal-Error bekomme, meistens nur beim Händler. Was mich momentan echt schon ein bisschen wundert. Aber ich finde es auch gut, dass man in den Einstellungen für Streamer oder YouTuber oder wie auch immer das mittlerweile so eingefügt hat oder man das einstellen kann, dass man nicht mehr sieht, was ich da für eine Geheimzahl eingebe. Macht es zumindest den Leuten, die mich vielleicht killen, jetzt schwieriger, die Zahl rauszufinden. Ich glaube, es gab ja auch nur 3 Versuche. Und ja. Bei 10 Zahlen, sage ich mal. So, fortsetzen. Ist 3 Versuche doch schon relativ gering, das rauszufinden. Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Ach so, ja, ich hoffe, dass meine Karte jetzt noch da ist und ich die nicht verloren habe oder die jetzt weg ist, weil wegen Fatalen. Aber das werden wir gleich sehen. Und wenn ich das gerade richtig gesehen habe, kommen wir auf jeden Fall ins Plus. Was ja schon mal für den nächsten Tod ein Vorteil ist. Wollte gerade sagen, wenn wir denn irgendwann. Gut, Bank ist auch wieder da. Ach, Bank, Karte. So. Genau, Deposit, glaube ich, waren es, ne? 1374, hauen wir mal rein. So. Ich möchte nichts mehr. Karte raus. Dankeschön. So, und jetzt haben wir 983 im Plus. Sehr schön. So, da ist unsere Karte. Das Ding haben wir übrigens nicht. So. Sehr schön. Gut, gut. Dann haben wir das jetzt schon mal hier geklärt. Ich bin hier. Wo ist denn jetzt hier der Ausgang? Oh Mann, jetzt habe ich mich auch noch verlaufen oder was? Ich möchte hier gern wieder raus. Und dann würde ich sagen, möchte eigentlich. Ja, da oben. Ne, Moment, was ist das da in B0? In B0, das ist die Klinik, genau. Möchte ich nach B0 in die Klinik? Ich weiß das noch nicht so wirklich. Also, ich möchte auf jeden Fall gucken, dass ich vielleicht irgendwo ein Auto finde. Ja, ein Kompass wäre nicht schlecht. Weil dadurch, dass ich eigentlich so scheiße geskillt habe ich jetzt das Problem, dass ich halt nichts mehr finde, wo ich Oh, man kann sogar die Autos hier durchsuchen. Oh, finde ich nett. Direkt nochmal 84 Scam-Dollar. Echt jetzt? Hier kann man looten? Ich habe gedacht, das gehört schon zum Händler und hier kann man nicht looten, aber bin gerade eines Besseren belehrt worden. Ja, Madame. Kommen Sie gern mal her. Hier werden Sie genauso beschissen und behandelt wie nebenan. Dann machen wir das da mal so. Die hatte auch direkt noch ein bisschen Geld dabei, was sehr schön ist. Dann zerteilen wir die Dame direkt mal. Nehmen uns die Knochen. Und machen uns direkt schon mal gleich ein neues Nähset und so, aber erstmal mache ich jetzt was anderes. So, das aufheben, das aufheben. Das wollte ich gucken. Da können wir die Verbände vielleicht gebrauchen. So, das hier weg. Nein, nicht den Torso aufnehmen. Ich wollte jetzt gerade mal Steine suchen. Müsste ja dann eigentlich auch gehen, ne?
Zumindest schon mal ein, ja. Weil ja, ich bin zwar in manchen Sachen faul, aber bevor meine guten Sachen verschwinden, baue ich mir lieber ein Steinmesser und stelle damit die Knochenteile her. Die Knochen. Nicht Teile, die Knochen. Nadeln. Sorry, Moment. Ja, wir hatten gestern Weihnachtsfeier. Dadurch fehlen mir jetzt noch mehr Worte, wie vorher schon. So, das da. Erstellen Knochennadeln. So, wunderbar. Handwerk. Erstellen hier. Das ist doch eigentlich der Flughafen, der zum Außenposten gehört, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ich wusste gar nicht, dass man den auch looten kann, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn das geht, dann machen wir das dann auch natürlich, ne? Gucken, was wir hier noch so finden. Hammer, den können wir, glaube ich, auch verkaufen. Ich packe mir den einfach mal ins Inventar. Dann gehen wir jetzt gleich nochmal in Outpost. Dann würde ich sagen, verkaufe ich da einfach noch ein paar Teile. Wenn wir hier so schöne Sachen finden. Gucken, gibt es hier auf dem Tower auch Klamotten, die man looten kann? Geld stinkt nicht, deshalb nehmen wir alles mit, was wir kriegen können. Hier kann man nicht looten. Hier anscheinend auch nicht, obwohl hier ist noch was drin. Aber man kann sonst nichts anklicken. Okay. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Dann gehen wir hier drüben noch mal gucken. Also das ist echt clever. Das habe ich bis jetzt echt noch nicht gewusst, dass man hier looten kann. Kommen die nehmen wir auch mal mit. Okay. Nehmen mal... 22er Munition mit und guck mal, ob die was bringt. Aber das hatten wir schon. Das ist halt doch nur eins. Da kann ich nicht looten. Hier auch nicht. Pausieren. Ja, hier kann man leider nichts durchsuchen. Ja, öffnen. Hier? Ne, auch nicht. Okay. Ich glaube, das wäre auch zu einfach gewesen, wenn man jetzt hier auch noch alles durchsuchen kann und dann guten Loot findet. Aber man kann ja einfach mal hier langlaufen. Vielleicht liegt ja hier doch irgendwo ein Fallschirm oder sowas rum. Natürlich nicht, aber okay. Aber das wäre es jetzt echt noch gewesen. Aber dafür kann man ja hier draußen die Sachen looten, was mich... Oh, sehr gekommen. Die verkaufen wir auch direkt mit. Ja, dann müssen wir doch nochmal zum Händler rein und gucken, was uns das Zeug jetzt bringt. Tut mir ja leid, ich wollte gerade eigentlich den Händler verlassen, aber wenn man Geld verdienen kann, dann sollte man das tun, auch in-game. So, erstmal beim General verkaufen, gucken. Ob der mir was dafür gibt. 79 für die Säge und für den Hammer gar nichts. Okay, dann gehen wir nochmal. Ja. Jetzt fängt das schon wieder an. Oh, ich und die Händler. Armory ist hier. Ist da. Das ist sehr schön. So, Dele. Weiß ich noch nicht. Zeig mal, was du... Oh, der zahlt mir 725 dafür. Dafür nur 19, okay. Achso, ich sollte vielleicht auch verkaufen gehen. Komm, die verkaufen wir auch direkt. Leider kriegen wir hier für die Säge nichts, aber das sind wieder 822. Die nehmen wir doch glatt mal mit, oder?
Wäre man ja dumm, wenn wir das nicht machen würden. So, dann verkaufen wir dem normalen Händler nochmal unsere Säge. Auch wenn die nur 72 Scam-Dollar bringt, aber besser 72 Scam-Dollar wie gar keine Dollar. So. Welcome, welcome. Ach nee, 79 sogar. Okay. Verkaufen. Let's see what you have. Verkaufen, so. Und schon haben wir wieder 1049 Dollar. Jetzt müssen wir nur noch die Bank finden. Gut, dass wir hier Schilder haben, sonst Bank da lang. Sonst würde ich mich echt hier wahrscheinlich sinnlos verlaufen, 30 Mal im Kreis laufen und würde immer noch nichts finden. Bank ist da. Sehr schön. So, guten Morgen, der Herr. Ich habe da nochmal Geld gefunden. Greetings, valued customer. Ja, ja, greetings. So, wieder. Ja. So. So. 1049 hinzufügen. Jupp. No. Karte raus. So, und schon haben wir 2011 Scam-Dollar. Ja, das ist, boah, doch schon ein Haufen Kohle. So, das Ding lassen wir dann direkt hier liegen. Brauchen wir ja nicht mehr. Und dann machen wir uns jetzt einfach mal auf den Weg und gucken jetzt einfach mal, wo uns hin verschlägt. Wir suchen jetzt einfach mal ein Fahrzeug, würde ich mal so behaupten. Ich hoffe, hier auf dem Server gibt es noch welche. Da ist schon wieder irgendwo ein Zombie. Und wenn wir das Fahrzeug haben, hoffen wir natürlich, dass es auch halbwegs funktionstüchtig ist. Und ja, was mir gerade einfällt, eigentlich dumm, ne? Wir haben gar kein Schloss mitgenommen, aber konnten wir ja nicht. Wir mussten ja alle drei Türen da abschließen, damit keiner in das Gebäude reinkommt. Und das bisschen Loot, den wir haben, mitnimmt. Deshalb müssten wir echt mal gucken, dass wir unterwegs jetzt noch neue Schlösser finden. Wenn wir die gefunden haben, wollen wir eine Werkzeugkiste notfalls bauen, wenn wir keine finden. 2, 3, 4 Airdrops gibt es hier. Okay. Also Airdrops gibt es hier mehr als genug. Das ist schon mal ganz gut zu wissen. Wie gesagt, ja, notfalls bauen wir uns mal wirklich eine Werkzeugkiste, wenn wir genug Schlösser haben. Und wir dann hoffentlich auch genug Platz haben. Damit wir uns zumindest mal das Auto abschließen können, falls wir eins finden. Was ja auch noch so eine Sache ist, ne? Weil keine Ahnung, ob es hier noch fahrbare Autos gibt. Weil die müssen ja auch erstmal gefunden werden. Und ja, ich finde es eigentlich schade, dass es irgendwie keine Motoren hier gibt. Also weder beim Händler zu kaufen noch sonst was, weil was bringt mir ein Fahrzeug? Was ist das? Oh, ich glaube, das ist Zweiter Weltkriegsbunker. Dann gehen wir doch da direkt mal gucken und looten. Ui. Erstmal verhauen wir vielleicht erstmal den Zombie hier. Bevor der uns wieder verhaut. Also irgendwie muss ich jetzt gerade echt mal gucken. Stoffwechsel. Moment. Stoffwechsel, Gesundheit. Nee, Quatsch, da. Was habe ich denn hier eingestellt? Aufmerksamkeit. Ja gut, Aufmerksamkeit bin ich auch nur Anfänger. Kann natürlich sein, dass es damit zusammenhängt. Überlebensfähigkeit müsste ich auch mal langsam gucken, dass es vielleicht was höher geht. Ah, der Zombie hat zumindest seine Sachen hier liegen lassen, auch wenn er nicht mehr da ist. Also es kann natürlich sein, dass es damit zusammenhängt, dass ich die Viecher erst so spät sehe. Und ja, ich weiß, das ist nicht super geskillt. Aber wenn ich ehrlich bin, wollte ich hier auch nur die neuen Folgen drauf machen und dann weiterziehen. Also damals beim, was heißt damals, vor kurzem bei dem Scam Guide, weil ich hatte ja immer nur Server vorgestellt und bin dann halt weitergezogen. Aber dann kam ja das Update 08, ich war hier auf dem Server und
Muss ganz ehrlich sagen, ich fand den Server so eigentlich ganz gut und habe mir dann jetzt erstmal gedacht, bleib erstmal hier auf dem Server. Oh, das ist geil, ey. Die Jacke geht 100%. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Aber okay, wenn das der Fall ist, müssen wir die direkt reparieren und mitnehmen. Ja, und wie gesagt, da das hier eigentlich der letzte Server war, auf dem ich vor ein paar Wochen meinen Guide gemacht habe. K98, ja, die ist zwar ein bisschen abgerotzt, aber die nehmen wir erstmal mit. Besser wie gar nichts. Und deshalb habe ich mir dann, wie gesagt, auch gedacht, ich bleibe erstmal hier an 1891 Bajonett. Das nehmen wir auch mal mit. Ein M1 Laderahmen. Für welche Waffe ist denn das jetzt? Für die M1? Genauso wie. Ne, das ist für die SWD. Ehrlich, vielleicht können wir das mal bei einem Händler verkaufen. Aber so zum Nutzen. Ui, ui, ui. Eine M1 jetzt natürlich auch noch gefunden. Das ist natürlich jetzt der Super-GAU. Ich weiß nicht, woher mit der Waffe. Beide so runtergerotzt. Ich jetzt natürlich. Ein Waffenreinigungsset. Ich glaube, das habe ich sogar in der Base, ne? Wäre das natürlich schön, mal so eine Sniper zu haben. Aber jetzt gerade bringen die uns eigentlich gar nichts, aber ich nehme sie trotzdem mit. Ernsthaft, jetzt noch eine 1891. So, wer die Wahl der Qual hat, ne? Ich nehme einfach alles mit jetzt. Ich nehme alles mit. Irgendwas kriege ich bestimmt schon repariert oder keine Ahnung. Kriegt man das auch hoch repariert auf 100? Oh, zumindest mal auf 96. Okay, die Sachen aus den Bunkern kriegt man anscheinend hoch repariert. Dann nehmen wir das auf jeden Fall mal mit. Die ist echt gerade. Oh. So, Dille. Ein Esel. Naja, ein Esel brauche ich jetzt nicht auch noch. So, damit können wir nochmal ein Nähset herstellen. So, ein bisschen Kohle. Dann hauen wir uns jetzt mal den Esel. Meinte eigentlich das Reparatur, das Nähzeug. Ich finde es eh geil, dass wir nichts zum Schießen dabei haben. Also ich meine, nichts Vernünftiges, ne? Kein Schießzeug dabei, aber wir haben die Ohrstöpsel drin. Obwohl, Ohrstöpsel sind es ja im Prinzip auch nicht, weil wir tragen die ja hinter den Ohren und nicht in den Ohren. Das haben die leider immer noch nicht gefixt. Da ist übrigens der Esel. Irgendwie sehe ich auch gerade, ich laufe wieder ganz falsch. Auch sehr clever. Eigentlich müsste ich nach Norden, das heißt wahrscheinlich da hoch, ne? Aber ich weiß durch irgendeinem anderen Guide mit Höhlen, dass hier irgendwo eine Wasserquelle sein muss. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal gucken, dass wir hier irgendwo den Brunnen finden, damit wir vielleicht was trinken können. Obwohl, wir haben Trinken bei, ne? Warte. Dann nehmen wir auf jeden Fall das Zeug mal mit und trinken mal gerade so ein, zwei Schlückchen. Ja, mir ist ziemlich warm. Okay, die Jacke hat eh noch nichts. Die könnte vielleicht. Passt die nicht mehr in. Ach nee, die passt nicht mehr in den Rucksack. Oh shit. Die passt aber da rein. Naja, das ist schön. Aber der Rest passt irgendwie. Komm, ich schmeiß jetzt erstmal den Stock weg. Die würde da reinpassen. Dann könnte ich ja eigentlich die wegschmeißen. Die brauche ich ja eigentlich erstmal gar nicht mehr. Ich habe ja jetzt die Militärjacke. Na gut, Lootplatztechnisch fehlen mir dann jetzt zwar ein paar Slots, aber ja, machen. Das werden wir schon irgendwie machen. Vor allen Dingen ist uns jetzt ziemlich heiß und keine Ahnung was, weil wir jetzt halt drei Waffen dabei haben mit jeweils 4 Kilo, 3 Kilo.
Eigentlich 4, 8, 12 Kilo Waffen. Irgendwie die nicht los... Also was heißt nicht loskriegen? Klar, ich könnte die jetzt rausschmeißen, aber ich meinte eigentlich nicht repariert kriegen und irgendwie... ich bin jetzt hier. Ich könnte eigentlich auch nochmal zum Händler zurücklaufen, aber das macht, glaube ich, jetzt gar keinen Sinn. Weil dann laufe ich jetzt noch 10-mal hin und her, finde immer wieder was und verkaufst dann, willst dann verkaufen, dann werden wir nie fertig und kommen nie weiter. Ach du Schreck. Und übrigens sehe ich, wir sind schon bei 38 Minuten. Das heißt, wir legen uns jetzt da vorne in den Schatten. Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt noch den Brunnen finde, obwohl das könnte vielleicht hier gewesen sein. Nee, leider nicht. Schade. Doch, hier ist er doch. Ha! Ich bin gar nicht so dumm, wie ich aussehe. Nein, Quatsch. Das war aber jetzt echt mehr Glück als Verstand, dass ich den hier gefunden habe. Weil hier den Brunnen zu finden ist schon echt, ja, schwer. Das hier war auch diese kleine Höhle, die mal irgendwo auf der Map angezeigt worden ist, was ja dann eigentlich im Prinzip keine Höhle ist. So, aber okay, hier sind wir jetzt hoffentlich erstmal safe. Bis zur nächsten Folge zumindest. Trifft sich eigentlich gut. Wir haben 2011 Kontostand und 201 Ruhmpunkt. Also von daher... werde ich dann jetzt erstmal hier beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich darf euch beim nächsten Mal wieder mit begrüßen. Und ja, bis dahin, gehabt euch wohl. Ich wünsche euch einen schönen Tag und sage erstmal ciao, der Falli.